Projekt Wunderwaffe. Da haben wir doch hier mal eine kleine Vorschau auf den Prolog, der jetzt bald losgeht. Und ich habe mir erlaubt, schon mal ein bisschen reinzuschauen, damit ihr vielleicht dann seht, was auf euch zukommt. Ja, das ist der Bogart. So, alles komplett in Deutsch. Ich lasse es kurz stehen für die, die das dann eben das Bild anhalten, ne? Und dann sich das genau durchlesen wollen. Wir machen hier Schnelldurchgang. Tastaturbelegung ist fest und hält sich ja in Grenzen, wie man sieht. So, und da wären wir. Das ist dann hier die Bunkeranlage. Geht dann bis hier raus. Ja, und wir haben schlappe 19 Tage, um das Ruder hier noch zu drehen. Als erstes orientieren wir uns, dass wir wissen, wo haben wir denn hier Rohstoffe. Na, und hier sieht man Eisenerz, Stein, Kohle. Gut, hier ist ein bisschen was. Aber das ist immer wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Okay, dann probieren wir das hier gleich. Wir nehmen gleich hier einen Fahrstuhl, einen Aufzug. Ich mache mal hier alles anzeigen und dann Aufzug. Und den schicken wir jetzt erstmal runter. Oh ja, nicht jetzt, wo ich gerade damit anfange hier. So, jetzt schauen wir mal. Da, gearbeitet da oben. Bogart, komm mal her. Ich mache hier gerade eine Aufnahme. Ja, was hast du denn? Oh ey, du sprengst hier jetzt die Aufnahme, Kollege. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, hier haben wir das gute Zeug. Da müssen wir dann aber auch noch hin. Da buddeln wir uns jetzt noch einen Tunnel. Aber vorher können wir schon mal eine Wasserpumpe einrichten hier. Ja, Strom, ne? Da geht ja nichts drüber. Den nehmen wir jetzt noch mit dazu. Und wir sind super. Ich weiß nicht, ob wir so hier das Kriegsende noch mal wenden können. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so gut wäre. So, wir haben jetzt hier also die Anlagen. Und ich muss sagen, also die Grafik ist schon geil. Also das haben sie gut gemacht. Das finde ich ist hiermit am besten. So, wir haben jetzt genug, dass wir hier noch mal runter können. Ich will mir erstmal hier die Kohle schnappen. Also gehen wir jetzt hier hin, bis hierher. Hier wird es nicht gehen, das zeigt er an. Und dann klickt man links drauf. Ja, und dann buddeln die sich hier den Tunnel. Sieht man leider nicht. Aber man hört ein bisschen was. Ja, und dann könnten wir hier die Kohle abgreifen, aber wir haben gar keine Mine. Denn wir brauchen jetzt eine, man glaubt es kaum, eine Kommandozentrale. Und guckt euch das an hier. Ich schmeiß mich weg. So, und hier greift die zweite Strategie, denn diese 18 Tage reichen nicht aus, um die Basis aufzubauen. Es wird hier mehrere Spielmodis geben, da bin ich mir sicher. Aber die Taktik ist hier, Ressourcen zu schicken an die Fronten. Und so könnt ihr die Tage wieder zurücksetzen. Ihr könnt die Front wieder verschieben und so euch Luft schaffen, um dann weiter die Basis aufzubauen. Ja, jetzt wäre Zement angebracht, aber wir haben nichts auf Tasche. Ja, also das läuft nicht. Aber wir haben hier die Möglichkeit, ein Forschungszentrum aufzubauen. Das wird jetzt gemacht und sie bieten hier jetzt die Möglichkeit, dass wir ein bisschen forschen können, denn ohne Forschen kommen wir nicht an die guten Ressourcen ran, um jetzt
dann alles weiterzuentwickeln. So, die Forschungsstation steht dann hier auch. Und wir sehen, wir können vorspulen, aber nicht stoppen. Zumindest hier jetzt nicht. Projekt Wunderwaffe geht noch flott von der Hand. Hier wäre ja die Mine, das, was ich jetzt begehren würde. Da haben wir auch noch jetzt Ressourcen, dass wir bis hierher kommen. Da brauchen wir Kabel und Rohre. Die wurden geliefert. Man sieht, hier wird schon länger der Weg. Und wir haben natürlich hier einen doch relativ großen Forschungsbaum. Selbstfahrende Panzer, Code knacken, Tier 3, was immer das ist. Naja, okay. Da kommt gerade der Zug an. Der bringt wieder wichtige Ressourcen. Und wir haben das hier noch bekommen. Ja, wir wollen weitersehen. Vielleicht, wo wir noch ein bisschen was machen dürfen, wäre, dass die ein bisschen besser produzieren. Das geht auch noch mal flott von der Hand. So, und jetzt haben wir ja die Mine erforscht und können die hier auch gleich reinsetzen. Dann müssen wir, wenn das fertig ist, einmal reinklicken. Und dann haben wir die Möglichkeit, wir sehen, Kohle ist nur verfügbar und die wird automatisch abgebaut. Da brauchen wir gar nichts machen. Wir können, wenn es mehrere sind, die Prioritäten rauf und runter setzen. Aber Kollegen, die da arbeiten, die brauchen wir. Und dann hören wir auch. Dass die arbeiten. Es wird angezeigt, wenn die dann mau ist, ne? Wenn da nichts mehr drin ist. So, hier hatten wir gleich Stein, da geht es gleich weiter. Das passt doch. Also machen wir gleich noch einen rein. So, jetzt sehen wir hier. Wird Kohle abgebaut und hier wird jetzt Stein abgebaut. Haben wir schon mal zwei Ressourcen. Eisenerz wäre natürlich auch sehr nett. Und ist da wohl auch das nächstliegende. Also mache ich das mal eben flott. Da gehen wir noch mal eben hin. Mit dem Fahrstuhl abwärts, wenn das hier gut aussieht. Ja, kein Problem. Und was haben wir hier noch? Kupfererz. Ja, das ist ja auch sehr wichtig und das geht da dann weiter. Das heißt, wir können den Tunnel erstmal locker bis hier durchziehen. Dann setzen wir, wenn der fertig ist, wieder eine Mine rein. Schön. Das ist jetzt eine Möglichkeit, ne, wie wir das angehen können. Und da komme ich gleich an meinen Kupfer. Wir haben natürlich nur begrenzt Leute, das können wir aber dann mit den Quartieren dann erhöhen, beliebig, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall können wir es erhöhen immer weiter. Soweit ich das jetzt sehen konnte. So, wir haben ja hier auch 5 Mann eingesetzt. Hier fehlen noch die Leute. Und dann haben wir hier natürlich Kupfererz. Wäre auch cool, wenn da Leute arbeiten. Naja, und dann haben wir hier noch mal Kupfererz. Sehr gut. Das lassen wir aber noch. 5 Mann haben wir nur noch. Und wir brauchen auch Eisenerz. Also nochmal den Fahrstuhl. So ist wohl besser. Den setzen wir dann hier runter. Und jetzt sehen wir schon minus 20, minus 12. Da zeigt er auch noch vernünftig an, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Aber das ist ja eine Vorabversion und dann noch der Prolog. Wenn wir das jetzt hier erhöhen, dann sehen wir, dass wir hier wieder in den grünen Bereich kommen. Dann zieht er das nicht ab. Oder er zieht diese minus 20 jetzt immer ab und es wird hier halt immer weniger.
Wenn wir aber gleich das Maximale erreicht haben, und das ist jetzt gleich fertig, dann sehen wir, wir haben plus 80 und hier geht es noch weiter und da steigt es dann auch wieder. Das ist also dann so unsere Reserve. Wenn man hier draufklickt, sieht man, dass die reagieren. Ich könnte mir also vorstellen, dass da noch irgendwas aufploppt, entweder in dem Prolog, wenn er fertig ist, oder dann im kompletten Spiel. Aber ja, so funktioniert das jetzt erstmal. Wir haben ja jetzt hier noch das Eisenerz, was wir gerne noch abbauen würden. Ich setze da noch mal eben eine rein. Und wie wir hören, hören wir nichts. Aber na, wenn ich hier reinklicke und jetzt da Leute zugeben, dann sehe ich hier aber noch niemand und die Grafik ist so cool. Ich gehe mal davon aus, dass hier noch mehr Leben reinkommt. Allerdings, ich mache das jetzt hier so gemütlich weg, ja, weil ich das hier ein bisschen in Ruhe erklären möchte. Aber eigentlich haben wir die Zeit nicht. Also man muss sich hier schon ranhalten und dann genau die sich richtigen Sachen machen. Also das ist hier schon sehr schwierig. Das ist nicht einfach zu simpel, sondern die Bestlisten, die gibt es hier nicht von ungefähr. Deswegen befürchte ich, dass wir hier auch keine Pausetaste bekommen, sondern dass wir tatsächlich hier immer so arbeiten müssen. Ich hoffe, dass es eine Weichei-Funktion gibt, wo man die Pausetaste hat, denn ich gucke mir das gerne in Ruhe an. Ich zeige euch jetzt mal, wie das weiter aufgeteilt ist. Wir gehen noch mal ins Zementwerk. Ach, und Lager. Das Lager brauchen wir auch, das erforschen wir auch noch mal eben. Gold haben wir genug, ne, wie im echten Leben. So, und dann müssen wir jetzt hier schauen, wo wir das Zementwerk hinbauen. Jawohl. Und dann gibt es halt Listen, Reihenfolgen, wie wir was produzieren können. Jetzt zur Zeit haben wir hier nur Steine, die wir zu Schotter machen können. Und wenn wir zu viele drin haben, dann zeigt er das hier auch an, dass die Ressource nicht reicht. Und hier zeigt er zumindest schon mal an, was für ein Produkt das ist, was man hier jetzt gerade nicht sieht. Aber dann Steinschotter, hier wird es ja kurz erklärt und hier läuft das dann ab. Und dann kann man eben auch die Reihenfolge dann ändern, was man herstellen möchte. Hier sehen wir wenigstens ein paar Leute, ne, die schon mal, und das meinte ich auch bei den anderen, hier sieht man schon, aha, hier wird also Schotter gemacht, hier werden auch Sachen übers Band laufen, auch hier werden Sachen nachher stehen. Das ist schon sehr detailliert gemacht. Die Grafik, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber hier muss man sehr aufpassen, denn hier haben wir die ganzen Ressourcen und bis jetzt für mich noch nicht so hundertprozentig übersichtlich, hatte aber auch natürlich noch nicht die Zeit, wirklich mir alles in Ruhe anzuschauen, sondern es immer nur ein bisschen anzuspielen, damit ihr hier auch jetzt seht, was wir da schon mal am Start haben. So, die die muss durch, damit wir was Anständiges produzieren können und nicht nur so ein Kram. Und jetzt sehen wir schon, ich glaube, er hängt hier, er lässt jetzt nichts mehr zu. Ah ja, und dann zeigt er das oben an, ne? Es sind nicht genug Steine verfügbar. Dann können wir das hier auch abbrechen, denn das bringt ja nichts. So, aber wenn die Forschung dann vorangeschritten ist, müssten wir, hier muss ich nochmal eben, wir brauchen auch unbedingt hier eine Kantine, sonst geht gar nichts, sonst können wir gar nichts weitermachen. Aber wir bauen ja alles ab, außer Gold, glaube ich, ne? Kann das sein? Bauen wir auch Gold ab? Nee.
Da ist das Gold. Eieiei. Ja, ohne Gold kommen wir hier ja gar nicht weiter. Aber hier die Grafik, ne? Das ist schon. Und wir können das auch hier so bewegen mit der Maus. Oder eben mit der Tastatur. Ja, aber das gute Gold ist natürlich tief unten hier verbuddelt. Da müssen wir aber eben ran, damit ich wenigstens noch ein bisschen was zeigen kann. Das ist ja hier vertrackst. Dann gehen wir hier vielleicht gleich runter. Denn hier ist es nicht so weit weg. Dann können wir den Fahrstuhl erstmal hier einfach weitermachen, also den Aufzug. So, von hier runter zum Gold. Da ist Kupfer im Weg. Macht nichts. Dann bis hier. Dann, das schaffen wir. Tunnel. Einfach nur einen. Und dann nochmal einen Aufzug. Okay. Oh, dann nehmen wir hier gleich die beiden Balken. Ja, und dann müssen wir sehen, was wir jetzt mal eben nicht abbauen. Also Stein haben wir ja auch nicht genug. Und wir sehen die Kette, das fängt hier an. Ne? Das dauert also, bis er sich hier durchgebuddelt hat. Das können wir aber natürlich auch beschleunigen. Zack. So, schon fertig. Und dann gehen wir hier rein. So, und jetzt müssen wir Leute abziehen und sehen, was wir denn von diesen Sachen genug haben. Wir können hier leider das Lager noch nicht aufrufen. Wir können aber gleich noch eins aufbauen. Aber hier sehen wir ja schon mal, wie das verteilt ist. Gold haben wir aber noch Reserven ein bisschen. Stein wird fleißig abgebaut. Nehmen wir die Kohle mal eben raus. Ach, hier ist schon nichts mehr drin und er zeigt das auch an. Das war nicht gerade groß ertragreich. Und jetzt haben wir ja schon die Leute über, die wir dann unten Gold schürfen lassen können. Und die andere muss man natürlich ersetzen. Wir kriegen jetzt keine Rohstoffe zurück. Das kann man aber auch in der Forschung dann erledigen. Da, wo dann wirklich nichts mehr ist mit diesem Zeichen, können wir hier entfernen. Aber da kriegen wir halt noch nichts zurück. Geh nochmal in die Forschung. Golderz fehlt uns aber noch. Aber hier haben wir die Rohstoffrückgewinnung, die wir dann hier noch skillen können. Wir können die aber auch auslassen. Wenn wir ins Stahlwerk wollen, reicht es dann dieser Weg oder dieser Weg. Ja, also das würde gehen, wenn wir jetzt die Rohstoffe hätten. Und ihr seht, mit dem Zurückschlagen, da kommen wir hier übrigens direkt rein, da wird das schon ein Problem. Nicht? Wir haben 15 Tage und ich kann hier noch gar nichts schicken, ne? Außer schlechte Nachrichten. Aber gut, so ist das jetzt hier. Und ich weiß doch gar nicht, ob ich hier gewinnen will. Gut, so, was kann ich hier noch zeigen? Ach so, wir haben jetzt ja hier Rezepte freigeschaltet gehabt. Das heißt, jetzt geht ja viel mehr. Jetzt können wir aus dem Schotter Zement machen. Also, wir haben ja auch Steine produziert, also einmal noch Steine. Dann hauen wir hier rein, ich hoffe, das geht, dreimal Zement. Und was wir dann auch noch machen können, vorgefertigte Wände, die hauen wir hier dann auch rein. Wenn wir genug von diesem Rippstahl haben, dass wir wiederum geliefert bekommen, später aber auch dann selber herstellen können. So, also, jetzt sind wir hier in der Produktion. Die Sachen werden jetzt fleißig hergestellt. Und in der Forschung ist es so, dass wir da oft auch diese Rohstoffe benötigen. Das heißt, wenn wir dann hier sind und irgendwie sowas hier bauen wollen,
dann brauchen wir teilweise vorgefertigte Wände, damit das überhaupt hier funktioniert. Also auch diese Sachen müssen wir dann aufbewahren. Wir brauchen Forschungspunkte, das heißt auch hier, jetzt haben wir endlich ein bisschen Golderz, müssen wir auch unbedingt weiterkommen. Am Anfang gibt es eigentlich nicht viel, was man hier, meine ich, auslassen kann. Aber später kann man das dann mit Sicherheit genau auf seine Strategie dann auslegen. Wie gesagt, hier die Rohstoffe muss man wirklich immer im Blick behalten. Wir haben jetzt auch das Lager. Das will ich jetzt mal eben sehen. Da brauchen wir noch vorgefertigte Wände. Die sind ja noch nicht fertig. Also weiter im Bau. Aha, wurde nicht gebaut. Wie viel brauchen wir? Müsste doch schon längst reichen, oder? Mann hier. Und an der Front kommt nichts an. Nicht mal Zement schicke ich denen. Und eigentlich wollten die hier die Wunderwaffen. Vielleicht schaffen wir es aber noch, bevor der Krieg zu Ende ist, eine Kantine zu errichten. Und dann können wir wenigstens noch einmal futtern. So, wir schauen mal weiter. Ich suche nochmal das Lager. Nein, es sind 15 und ich brauche 20. Dann wird halt nochmal produziert. Wir hauen nochmal hier in die Kiste rein, geben alles. Schauen wir, ob wir hier noch was machen können. Ja, das wäre schön. Dazu brauchen wir aber Lebensmittelrationen. Wo kriegen wir die wohl her? Nicht nur Schotter ist dafür notwendig, sondern eine Kantine. Und das meine ich mit... Oh, Sabotage. Sabotage. Jetzt müssen wir leider nicht suchen, sondern wir müssen klicken. Klicken, bis wir den finden, wo was aufleuchtet. Oh, und die Zeit läuft. Da nicht hinklicken. Und das ist schon vorbei. Da haben sie uns was weggerissen. Also wenn wir da hinklicken, dann geht hier was auf und es blinkt, dann haben wir das Richtige geklickt. Ich habe vorher gesucht, wo denn wohl der Attentäter rumläuft, aber den habe ich dann dennoch nicht gefunden. So, wir setzen hier nochmal Wasser ein, sicherheitshalber nochmal Wasser. Komm her, die Rohstoffe haben wir. Ach, das muss erst da eine Verbindung sein. Weil die kriegen jetzt natürlich sonst auch keinen Strom. Oder wie soll ich das verstehen? Wir sind hier auch im Minus mit dem Wasser. Aber jetzt müsste es doch wieder steigen, oder? Ja, plus 61. Und wie ich eben sagte schon, wir bauen sicherheitshalber nochmal einen auf. Da funktioniert's. Und da auch jetzt. Gut. Okay. So, dann haben wir erstmal für die Zukunft genug. Und ich wollte ja unbedingt, jetzt brauche ich Stahlprofile. Wann kommt denn die nächste Lieferung? Erst in 7 Minuten und wir haben noch 14 Tage. Ja, das ist hier lustig und ohne Pausetaste wird das wohl für mich nichts. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, guckt euch das an, die ist auch wirklich hier gewaltig, die Karte. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Und man muss am Anfang erstmal schnell den Dreh rauszukriegen, hier Beton zu schicken. Denn tatsächlich, das reicht schon aus. Da kann man die Tage lang dann erstmal wieder zurückwerfen. Dann darf man aber nicht so viel quatschen, wie ich das jetzt mache. Und muss vernünftig dann agieren. Ansonsten klappt das nicht. So, wir haben hier schon die Möglichkeit, Infrastruktur, Viertel. Die Kantine ist ja auch so wichtig, weil ansonsten kriegt die Mannschaft keine Hühnersuppe. Und ohne Hühnersuppe, das wissen wir aus Erfahrung, ist kein Krieg zu gewinnen. Na, das ist nicht drinne. So, die Wunderwaffe, die ist bis jetzt immer noch nicht erfunden. Das tut mir schrecklich leid. Wir brauchen Stahlprofile. Aber wahrscheinlich ist auch schon wieder ein Ding leer gelutscht hier, wo 5 Mann rumhängen und nicht arbeiten. Und das ist hier wohl dann auch wirklich so Sinn des Spieles, hier immer alles im Auge zu behalten. Ich denke, es wird noch einiges sich verändern, bis es rauskommt, aber vom Grundprinzip ja wahrscheinlich nicht. Und es ist halt ein schnelles Spiel. Aber es mag ja auch dann Spielmodis geben,
die dann noch eine andere Spielweise zulassen. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr hier ganz flott schauen. Kriege ich jetzt hier die Stahlprofile, ich glaube, die kriege ich jetzt hier so schnell nicht ran. Aber die kriege ich doch noch hier, ne? Auch nicht. Naja, schauen wir uns das Game mal ein bisschen an. Und zwar, ich habe das jetzt so 2-3 Mal gezockt und muss sagen, so vom Interface, ne, das ist jetzt nicht top, aber es macht seinen Sinn, es ist selbsterklärend, also das funktioniert und ich gehe davon aus, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kommt. Ah, hier können wir direkt in die Forschung. Guten Morgen. Ne, hier können wir in die Kommandozentrale, also hier, die können wir sofort abgreifen. Nur halt das Hauptlager und das Nebenlager muss ich ja jetzt noch bauen. Auch hier sind echte Lagerplätze, wie gesagt. Das war schon ganz witzig, aber jetzt hänge ich ein bisschen, weil ich mir extrem viel Zeit gelassen habe und irgendwas wohl gebaut habe. Wahrscheinlich hier eins zu viel oder so, dass mir jetzt die Stahlträger fehlen. Oder zu viel Zement. Das heißt, ich könnte aber einmal vielleicht was an die Front schicken. Vielleicht mit einem Effekt. Das würde uns hier jetzt noch zurückwerfen, aber dass ihr den Effekt mal seht. Ich will mal hier die Ostfront ein bisschen stoppen. Ich schicke da jetzt komplett 35 Kilogramm an die Front. Ja, und ich denke, damit haben wir die schon um Wochen zurückgeschlagen. Hier sehen wir es auch. Es wird automatisch hier dann auch berechnet und es ist fast so viel. Also 0 Tage. Wir müssen wohl auch noch ein bisschen mehr schicken. Aber ich finde, ne, manchmal zählt ja auch der Gedanke. Das sagt man ja Weihnachten auch. Und dann müssen die damit erstmal zurechtkommen. So, sind die hier denn überhaupt hier am Arbeiten? So viel machen die auch nicht. Aber wir können hier noch das Labor, hier können wir noch stärken. Wir können die Quartiere noch aufrüsten. Waffenproduktionslinie, nein, hier die Kantine. Erst die wichtigen Sachen. Ich habe euch versprochen, dass bevor der Krieg vorbei ist, ne, dass wir das dann hinbekommen mit der Kantine. Das ist erstmal meine Zielsetzung hier für die Bestenliste. Und ich hoffe, die Produktion der Hühnersuppe stellt uns vor keinen größeren Problem. Und wir haben ja in 2 Minuten schon den neuen Transport und wir haben ja noch 13 Tage Zeit. Ach, da mache ich ja noch hier, da mache ich ja noch 2 Kantinen. Wir schauen noch mal eben, ist da was noch zugekommen? Ja, das war auch nicht drin. Wie gesagt, Lebensmittelration, wir brauchen immer die Kantine. Jetzt stelle ich mich aber hier gerade besonders glatt an, aber gut. So, was sagt das Quartier denn sonst so? Ja. Ein bisschen beunruhigt scheint er schon zu sein. Ich kümmere mich, ich bin da bekannt für. Was machen wir hier mit links? Wir können auch mal rausschauen. Es ist tatsächlich so, dass es hier sogar einen Tag- und Nachtrhythmus gibt. Jetzt sind wir gerade in der Nacht, wie ihr alle seht. Anklopfen kann man nicht. Und ich weiß auch nicht, ob der hier schon abgehauen ist. Sieht nicht so aus, als wenn der Schuppen bewacht wäre. Doch. Oh, und hier ein deutscher Schäferhund. Wer sollte denn auch sonst hier denn in diesen Bunker bewachen? Ich schmeiß mich weg. Gut, ist denn schon irgendwas an Produktion gelaufen hier? Mein Gott. Und ich brauche doch auch noch sportliche Betätigung. Wo sollen wir denn Völkerball spielen? Das geht ja gar nicht. Ja, also mit den Stahlprofilen, da wird das irgendwie schwierig. Da habe ich wohl irgendwie den Faden verloren.
Sabotage, jetzt passen wir mal auf. Da haben wir ihn. Stopp die Sabotage. So. Na, und jetzt ist der festgenommen. Ich gehe davon aus, dass da wirklich eben noch so ein bisschen was kommt. Hier sieht man das ja schon mal. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? So ein paar Animationen. Das gehört mit dazu. Es spielt hier wohl keine Rolle, wie weit irgendwas entfernt ist. Also die Peoples werden da nie irgendwie wirklich hinlaufen. Da gehe ich nicht von aus. Aber ansonsten, die Spielmechanik ist halt wirklich clever, mit den Ressourcen umzugehen, die richtigen Sachen dann freizuschalten. Hier müsste das eigentlich gehen, aber wir haben keine Truppen. Ja, ich gehe mal davon aus. Dass wir jetzt hier dann mit einer Kantine belohnt werden. Jawohl. Ich habe doch gesagt, vor Kriegsende haben wir auf jeden Fall eine Kantine. Kuschelig. So, wird denn eigentlich noch Stein produziert? Anscheinend ja. Sonst könnt ihr das nicht herstellen. Gucken wir mal, wann hier finito ist. Steine an die Front. Und ja, Mensch. Der Sound, das ist okay. Ich mag auch so diese Hintergrundmusik so. Das ist alles von der Atmosphäre ganz gut. Klar, hier könnte man noch ein bisschen mehr machen. Das sollte schon sein. Und dann ist das halt ein recht kurzweiliges Spiel. Obwohl ich davon ausgehe, das geht mindestens dreimal so lang. Wir müssen die also immer wieder um Tage zurückwerfen. Anders, wie gesagt, kann man die Basis gar nicht aufbauen. Aber ich habe in diesen drei Malen jetzt, das ist hier das dritte Mal, wo ich jetzt hier zocke und mir die Mechaniken angucke, also noch nicht gelungen, da wirklich schnell weiterzukommen. So simpel das hier gemacht ist, muss man halt nachher den Überblick der Ressourcen behalten. Und wenn ich hier keine Pausetaste habe und das Spiel immer weiterläuft, da werde ich also dann schon vogelig, dann kann ich mich kaum konzentrieren. Was brauche ich jetzt, welche Sachen und was habe ich hier auf Lager? Da finde ich, fehlt mir auf jeden Fall noch ordentlich die Übersicht. Und mal sehen, was wir für die Kantine brauchen. Zement, das kriege ich aber hin. Zement kriege ich hin, Leute. Da bin ich mir sicher. Wie viel brauchen wir? Zehn. Ha, das wird ja mit Leichtigkeit hier produziert in dieser Basis hier. Gar kein Problem. Ja, also vorspulen werde ich in nächster Zeit, wenn ich es mir weiter anschaue, auf jeden Fall nicht nutzen, denn man kann diese Zeit dann wenigstens jetzt gebrauchen, um dann zu gucken, okay, lass mich mal eben weitersehen, diese Strahlprofile werden die jetzt hier noch produziert. Man sieht auch außer hier halt nicht, ob man wirklich, ob man genug produziert. Es fehlt mir auch noch die Übersicht der aktuellen Produktion oder ich habe es noch nicht gefunden. Denn da ne, zu sehen, dann, ach Mensch, ich mache ja auch gar kein Eisenerz mehr, das passiert hier schnell. Wenn wir das so aber aufbauen, wie ich das jetzt gemacht habe, und mein vorletzter Durchgang war ganz gut, da ist schon die Sabotage. Also einfach schnell draufklicken und den laden. Ach, das hätte ich mal machen sollen, den hätte ich nicht abreißen müssen. Wäre ja gar kein Problem gewesen. Haben wir den hier noch? Oh, das wird auch knapp mit dem Gold. Ja, also... Da machen wir Produktion noch einmal eine Mine hier hin. Dann können wir die Jungs gleich nach oben schicken, wenn das dann runter ist, das Zeug. Was haben wir hier denn noch? Kupfer. Ja, na, hier können wir also richtig zuschlagen. Aber Kupfer ist das Einzige, was wir ja gerade abbauen.
Da ist auch nichts mehr. Und hier ist kein Strom. Wieso ist hier kein Strom? Hier fehlt die Verbindung. War das ein Attentat oder ist hier was zugeschüttet? Oder ja, Sabotage. Ne? Sabotage. Ganz klarer Fall. Aber wir wären ja nicht hier die Profis, wenn wir da nicht hier da durchkommen. Infrastruktur. Da baue ich doch wieder einen Tunnel durch und befreie meine Jungs. Dann müsste auch wieder der Strom kommen. Pack. Ja. So, aber Kantine. Kantine. Wo ist jetzt meine Kantine? So, wunderbar. Die kommt hier gleich ganz nach oben neben dem Quartier. Nee, da. So, und jetzt ist natürlich super, wenn wir jetzt genug Gold haben. Denn bekanntlich benötigt man das zum Essen. Dann verwandeln wir jetzt Gold um in Lebensmittelration. Ja. Und damit haben wir dann den Knackpunkt zumindest geschafft, dann auch die Basis weiter aufzubauen. So sieht die Kantine aus. So, Ressourcen haben wir genug, 205 und Wasser auch noch, immer noch plus 7. Beim nächsten Mal müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen dann, wenn wir wieder was bauen, dass wir dann vielleicht nochmal Wasser nachholen. Aber ich will euch ja auch noch ein bisschen was überlassen und euch hier nicht alles zeigen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, weiß man jetzt hier, wo die Reise hingeht, wie das aufgebaut ist und ja, roundabout ist das hier eine runde Geschichte. Mit dem Setting habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan, aber naja, das ist im Endeffekt ja überall dasselbe. Und das ist schon, ich sehe das mal so, schon eine witzige Geschichte, wie das hier gemacht ist. Aber ohne Pausetaste wird das für mich wahrscheinlich nichts, was ich öfter spiele, da gehe ich dann doch schon mal von aus, weil das ist mir dann einfach zu schnell. Aber hier wohl auch Sinn der Sache, Sinn der Mechanik. Ne, hier musst du auf Zack sein und dann das alles gleich in der richtigen Zeit korrekt machen. Wenn man sich hier verrechnet, verliert man viel Zeit und dann ist es nichts mehr mit dem Gegner abzuhalten. Was können wir jetzt schicken? Wir haben hier wieder 35 Zement. Würden wir das senden, halten wir nochmal 0 Tage. Und ich würde sagen, das setzen wir komplett ein. Und so ist der Feind dann zumindest überrascht, was denn hier passiert. So viel zum Geheimprojekt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Simulieren. Ja, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick euch verschaffen. Daumen oben oder ein Abo, davon natürlich ganz zu schweigen. Und dann ja, viel Spaß beim Simulieren.